Hallo und herzlich willkommen. Der nächste Teil. Der NRW über 18 hier. Moment mal. Irgendwas stimmt aber jetzt hier nicht mit der Grafik. Was ist das denn hier? Untersuche das Fenster. Wo ist denn hier die Landschaft, die vorbeizieht? Moment. Wie gesagt, nicht wundern. Ich habe mir jetzt hier einen alten Spielstand geladen. Schauen wir jetzt mal hier, ob jetzt hier die. Moment, wir gehen nochmal rein. Dein Quant ist auch so komisch. Hä, was ist denn jetzt hier los? Professor Lucien? Die Tür ist offen. Die Tür ist offen. Was meint er denn? Wie kann ich Ihnen helfen? Immer noch. Meister Zellner? Irgendwas stimmt mit der Landschaft nicht. Unser Herr Professor hat etwas zu verbergen. Ja, es wäre gut, wenn ich mehr über ihn in Erfahrung bringen könnte. Moment mal. Schauen wir mal. Jetzt seht das auch hier. Schauen wir mal hier. Irgendwas stimmt jetzt mit der Landschaft nicht. So, hier, das sieht aus. Ach, guck mal, hat er auch noch seine Mütze. So, jetzt sind wir aber sehr weit zurück. Gut, den Schallschlüssel. Ich musste mich vorne einschleimen. Das war es mit den Karamellbonbons, genau. Nein, nicht dahinter. Sally, hier raus. Och, bitte. Geh doch bitte hier einfach nur in den nächsten Wagen. Ey. Na, danke. Oh, Herr Wachtmeister? Na, ja. Ach, das mit der Knarre kommt jetzt, ne? Ja, bitte? Ich hoffe... Ja, der Arzt ist, genau, er hat, die Knarre ihm abgenommen, jetzt gibt er sie ihr, genau. Jetzt müssen wir uns erstmal bei dem Jungen einschleimen. Ah, er braucht immer noch den Schlüssel. Um die... Hallo, Matt. Gucci, Gucci, wo ist er denn? So, dann geben wir ihm mal die Bonbons. Willst du... Wie gesagt, ich kürze das mal ab. Mhm. Und kein... Ja... Denn ich möchte mir jetzt hier nicht alles nochmal anhören, weil das kennen wir schon. Bla bla bla. Der da hat was gesehen. Pets, pets, pets. Hätte ich das gewusst, wenn ich da hinten reingehe, dass dann das passiert, was passiert ist, dann hätte ich das mit Sicherheit nicht gemacht. Aber das ist halt der Nachteil bei einem Blindrun. So, sehen wir mal noch hinten. Die Zange. Woher hatte ich die Zange? Miss Mitt. Ja? Ach ja, genau. Dann, genau. Mit der Haarnadel konnten wir die Schublade öffnen und darin fanden wir dann die Zange. Goodbye, Miss. Ich weiß, ich muss jetzt hier ein bisschen weiter ausholen. Ich hatte eigentlich vor, mit dem anderen Speicherstand zu arbeiten, aber da habt ihr es ja selber gesehen und, Und plötzlich... Mit dem Grafikfehler wollte ich da nicht weiterspielen. Hm. So, dann hier wieder raus. Dann hier nach vorne. Komm, Celi, beweg dich. Genau, einfach mal seitwärts gehen. Ach nee! Die Zange war erst hinten in der Kiste. Oh, so lange ist das doch noch gar nicht her, dass ich hier gespielt habe.
Ach, dass wir hier nicht mit Maus und Tastatur gehen können, ey. Das hätten wir. Na also, das sollte uns doch weiterhelfen. So, dann geht's wieder hier rein. Vielleicht werde ich das auch nochmal schneiden, oder? Ah, ich weiß nicht. Ich möchte jetzt nicht, dass ihr euch hier langweilt oder so. Weil, wie gesagt, das können wir alle schon. So, jetzt lassen wir erstmal ihn da hier rein. Damit. Zack und auf. Und erstmal vorgehen. Hallo? Hallo? Das Fenster. Wutsch, Mütze weg. Na, Schlüssel noch da. Ja, hier hatten wir ja schon festgestellt, dass wir uns jetzt hier nicht wirklich umschauen können. Deswegen. Nein, wieder rein. Den Knopf, da ist nämlich auch die Frage, müssen wir, weil wir verlieren ihn ja nachher, müssen wir ihn finden oder ist es optional, dass wir ihn gefunden haben oder wie sieht das aus? Was liegt? Gut, interessiert dich nicht. So, also jetzt zum Mr. Geigenkoffer. Ich soll ihn irgendwie dazu bewegen können. Moment, was kann ich denn hier alles machen? Rede mit dem Geiger. Entschuldigung. Das kennen wir ja schon. Er streitet alles ab. Ja, mal die Schweiz. Ich fürchte, ich. So. Kann ich vielleicht. Dann wünsche ich Ihnen. Hallo, kann ich was mit Matt? Kann er ihn vielleicht ablenken? Och, Sally, rede mit ihm. Also, Matt, dann erzähl mal. Hä? Der Geiger lässt mich keinen Blick in seinen Geigenkoffer werfen. Natürlich nicht. Der hat doch was zu verbergen. Soll ich ihn ablenken? Ja. Dann kannst du in den Koffer gucken. Was schlägst du vor? Ich könnte ihm sagen, dass es im nächsten Waggon einen Koffer voller Geld gibt. Wenn er ein Dieb ist, geht er bestimmt nachgucken. Ich glaube nicht, dass er darauf reinfällt. Oder ich beleidige ihn ganz doll und laufe schnell weg. Er läuft mir dann hinterher. Und du hast genug Zeit, um in den Geigenkoffer zu gucken. Wenn ich es mir recht überlege, muss ich mir alleine weiterhelfen. Was? Das ist wohl doch nichts für einen kleinen Jungen. Kleiner Junge? Du spinnst wohl. Tut mir leid, Sheriff. Aber die Idee mit der Ablenkung ist trotzdem gut. Mach's gut. Mach's besser. Okay, also ablenken. Ja, soweit war ich auch schon. Kann er vielleicht den Knopf identifizieren? Nein, kann er nicht. Gut, aber wie lenke ich ihn ab? Öffne das Fenster. Würden Sie das Fenster bitte schließen? Nein, ich habe gern frische Luft. Aber ich nicht. Ich möchte nicht verkühlt werden. Sie sind nicht allein im Zug. Ich will das Fenster geöffnet haben. Es scheint ja nicht mehr weit her zu sein mit der Schweizer Höflichkeit. Ja, mei. Oh. Aha, es klemmt also. Ich werde mir wegen Ihnen keine Verkühlung einfangen. Gängen Sie woanders hin, wenn es einer nicht passt. Okay, da geht das selber woanders hin. Vielleicht mit der Spangi. Hanandel-Spangi. Das hat keinen Sinn. Der Geiger würde das Fenster sofort wieder schließen und ich hätte nicht genug Zeit, seinen Geigenkoffer zu durchsuchen. Ich
stecke den Zahnstocher in die Laufleiste. Die Spitze des Zahnstochers steckt zwischen dem Fenster und der Laufleiste. Das ist doch eine bodenlose Frechheit. Ich werde mir bei ihrem Vorgesetzten beschweren. Ja, mein, machen's das. Ja, ja, ja. Jetzt guck rein. Es klappt sogar. Da, ja, ja, ja. Oh, guck mal, der hat eine Knarre. Ich kenne mich mit Geigen nicht aus. Es könnte sich tatsächlich um eine sehr wertvolle Geige handeln. Oder auch nicht. Was mit der Knarre? Hey, was machen's da? Ich wollte ihren Koffer an mich nehmen, weil er unbeaufsichtigt hier herumlag. Als ich ihn angehoben habe, ist der Deckel aufgegangen. Ich lasse meine Geige nie unbeaufsichtigt herumliegen. Ah, dann kann also niemand anderes diese Brieftasche in ihren Koffer gelegt haben. Doch. Irgendwer muss sich angeschlichen haben, so wie Sie. Aha, verstehe. Und die Pistole haben Sie im Koffer, weil... Ich bin Ihnen keine Erklärung schuldig. Die gehört mir. Ich habe einen Waffenschein. Bringen Sie der Baronin die verdammte Brieftaschen und lassen Sie mir in Ruhe. Schlechte. Ganz so einfach wird es nicht sein. Ich werde die italienischen Behörden in Venedig über den Vorfall informieren. Tja, 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 kleine Zicke. Ich werde die Kollegen in Venedig informieren. Sollen die entscheiden, was mit ihm passiert? Ja, ja, ja. Kann ich mal mit Matt reden? Hey, Matt. Der Geiger hatte die Brieftasche tatsächlich gestohlen. Gut beobachtet. Hab ich's doch gewusst. Der hat bestimmt noch mehr auf dem Kerbholz. Ich bleibe hier und beobachte ihn unauffällig, okay? So machen wir's. Ah, ist das schön, wenn man weiß, was man hier noch zu tun hat, dann ist das echt schön, weil man dann auch wirklich alles vom Spiel mitkriegt. So, meine liebe Baronin. Oh, Inspektor, haben Sie die Brieftasche der Baronin gefunden? In der Tat, das habe ich. Sie haben? Gehen Sie doch mal zur Seite. Ach nein, fuck, ich hätte reingucken sollen. Holla. Das ist ja großartig. Hervorragende Arbeit, Inspektor. Wachtmeister Baronin. Wachtmeister Anton Jakob Zellner. Nein. Scheiße, ich wollte doch reingucken. Jetzt muss ich schon wieder alles. Nein. Moment. Andi, das hören wir uns noch an. Darf ich fragen, wohin Sie dieser schöne Zug bringen soll? Ins Irrenhaus, sollte man meinen. Dieses ständige Geruckel und Gequietsche, da verliert man den Verstand. Oh, haben Sie es einmal mit dem Flugzeug versucht, Milady? Wissen Sie, wie wenig Gepäck man da mitnehmen darf? Es spottet jeder Beschreibung. Haben Sie schon vom Einbruch ins Britische Museum gehört? Davon gehört? Ich bin unmittelbar davon betroffen. Wie das? Ich bin die Vorsitzende des Vereins Freunde des Britischen Museums und ganz nebenbei finanziere ich die Ausstellung. Ausstellung? Die Ausstellung in Kairo. Oder was glauben Sie, wohin wir fahren? Die beiden Augen der Sphinx sollten zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder gemeinsam ausgestellt werden. Jetzt, wo eines verschwunden ist, wird die Ausstellung weniger sensationell, als wir gehofft hatten. Es könnte aber auch sein, dass all der Rummel zusätzliche Aufmerksamkeit bringt und die Ausstellung dadurch doch noch ein großer Erfolg wird. Möglich. Aber wir wollten doch beide Augen gemeinsam zeigen. Das ist doch der ganze Witz an der Sache. Können Sie mir etwas zu den Mitreisenden sagen, Baronin? Nein, nun wirklich nicht. Es interessiert mich nicht einmal peripher, wer hier mit mir eingepfercht ist. Ach doch, warten Sie. Den Lucien habe ich gesehen. Diesen Professor. Armer Kerl. Das gestohlene Auge der Sphinx gehörte zu seiner Sammlung. Professor Lucien ist Ägyptologe? Ja, aber natürlich. Als Leiter der ägyptischen Abteilung im Britischen Museum muss er das wohl sein. Hat ihn sehr mitgenommen, die ganze Sache. Der Einbruch.
War ein nervöses Wrack, hat mir Direktor Thomas erzählt. Ich möchte mich verabschieden und wünsche Ihnen, dass die Fahrt bald vorbei ist. Ha, gut gesagt, Herr Inspektor. Wachtmeister James. Gut, also dann das Ganze noch einmal und dann schauen wir nochmal in die Brieftasche, ob wir da irgendwas finden. Bis gleich. So, da sind wir wieder. So etwas erwartet man eher nicht im Koffer eines Geigers. Älteres Modell, aber vermutlich voll funktionstüchtig. Ich kenne mich mit Geigen nicht aus. Es könnte sich tatsächlich um eine sehr wertvolle Geige handeln. Oder auch nicht. Hey, so, das kürzen wir wieder ab. Ja, es tut mir leid, es tut mir leid. Aber ich möchte wirklich alles hier euch zeigen. Und vor allem möchte ich es selber es ja auch sehen. So, ah nee, warte, ich muss nochmal zu Matt ihm das sagen. Wer weiß, ob das dann nachher für den Spielverlauf wichtig ist. So, dann schauen wir uns die mal an. Ob ich einen Blick hineinwerfe? Es wäre ein Vertrauensbruch. Andererseits könnten sich wichtige Hinweise in der Brieftasche befinden. Durchsuchen. Wusste ich's doch. Und hier ein Foto. Eine Familie in einem Garten. Die luftige Kleidung der Abgebildeten und die scharfen Schatten lassen darauf schließen, dass es in einem sehr sonnigen Tag aufgenommen wurde. Na super. Warum sehe ich das Foto nicht? Ah, okay. Schwer zu lesen. Das ist altdeutsche Schrift. Ich habe sie noch in der Schule gelernt, aber ich bin ein wenig aus der Übung. Ich schreibe seit Jahrzehnten in lateinischer Schrift, wie alle anderen auch. Für mein liebes Schwesterchen Meta, Sommer in Masuren, 1926 heißt das wohl. 1926 muss die Baronin eine junge Frau gewesen sein. Vermutlich hat sie mit ihrer Familie in dem Gebiet den Sommerurlaub verbracht. Schöne Erinnerungen, die sie in Form eines Fotos bei sich trägt. Geht mich nichts an. Ich sollte der Baronin ihr Eigentum zurückgeben. Was? Das alles? Nur das Foto? In der Brieftasche befindet sich nichts von Interesse für mich oder Inspektor Legrand. Ich sollte sie der Baronin zurückgeben. Na gut. Gut, das kennen wir ja schon. Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, sind wir hier für diesen Teil am Ende angekommen. Ich habe euch gezeigt, was wir beim ersten Mal übersehen haben. Ich hoffe, dass ich jetzt hier wirklich alles gesehen habe und auch alles gemacht habe, was man machen kann. Und in diesem Sinne würde ich vorschlagen... Moment, ich gucke jetzt hier nochmal. Weil wir wissen ja jetzt Sachen, die wir vorher noch nicht wussten. Hallo, Zelny, was machst du da? Hä? Professor Lucien? Die Tür ist offen. War das denn gerade? Wie kann ich Ihnen helfen, Wachtmeister Zellner? Ah. Ich glaube, Sie und Inspektor Legrand kennen sich doch. Wie kommen Sie darauf? Sie scheinen zusammen ein Transportbüro für Tresore zu betreiben. Dazu sage ich nichts. Es geht um eine Sache von internationaler Bedeutung. Sagen Sie, Professor, verwahren Sie eventuell einen Schlüssel in Ihrer Aktentasche? Einen... Und wenn es so wäre, wäre er immer noch da? Es wäre alles in Ordnung. Das hoffen wir zumindest. Allerdings könnte ein Einbrecher leicht einen Abdruck genommen haben. Nicht wahr, Professor? Oh. Ja, das kennt man, glaube ich, alle. Und der Einbruch im Museum? Der hat Sie nicht weiter interessiert? Auch nicht als Leiter der Abteilung, der Einbruch galt? Also schön. Der Einbruch hat mich sehr mitgenommen und erschreckt. Und ich wusste nicht, was ich tun sollte. In Ordnung? Und das konnten Sie mir nicht gleich sagen? Je weniger Leute davon wissen, desto besser. Ich kann niemandem trauen. Sie fahren doch nicht nur nach Venedig, oder? Kann es sein, dass Ihre Reise noch weitergeht? Bis nach Ägypten vielleicht? Ich stehe auf Ihrer Seite, aber je häufiger Sie mich anschwindeln, desto schwieriger machen Sie es mir. Ich würde mich gerne noch ein wenig umsehen. Natürlich. Kann ich jetzt vielleicht in die... Ja, Bichli, nein, kann ich nicht.
Oh, ich kann ja gar nichts machen hier. Ach so, ja. Wegen den Fingerabdrücken. Es ist schwer zu erkennen. Aber ich glaube, da sind Abdrücke auf der Scheibe. Wenn ich einen Spurensicherungskoffer hier hätte, könnte ich die Abdrücke mit Rußpulver sichtbar machen. Und wegen dem Kack bin ich ja da nach hinten gegangen. Es ist schwer zu erkennen, wenn ich... Und das wäre jetzt die nächste Frage, ob ich hier irgendwo im Zug die Möglichkeit habe, so etwas zu bekommen. Das heißt... Und die angenehmste Gesprächspartnerin ist sie auch nicht. Was? Okay. Hinten vielleicht der Dr. Gebhardt? Ach ja, ja! Natürlich. Jetzt tauchen sie wieder auf. Ja, stimmt. Das habe ich auch ganz vergessen. Ich wüsste noch tausend... Aber... Und Madame Miller? Miss Miller? Ja? Schon wieder? Vielen Dank für Ihre Haarnadel, Miss Miller. Sie hat mich bei meiner Arbeit ein entscheidendes Stück vorangebracht. Ach, tatsächlich? Das ist erfreulich. Ach, er gibt sie wieder, wie nett. Und vielen Dank, dass Sie sie mir zurückgebracht haben. Das hätte nicht jeder getan. Ich bin Schweizer Polizist, Madame. Ich kann gar nicht anders. Ich denke, er ist Wachtmeister. Goodbye, Miss Miller. Hä? Goodbye, Wachtmeister. Er kann sich auch nicht entscheiden. Entweder... Hä? Polizist? Hä? Okay. Was mit ihm? Ich lasse ihn besser sein. Okay, dann schnappe ich mir jetzt mal hier den Kofferkuli. Wo ist er? Da bin ich nämlich auch nicht zugekommen, mir den mal zu schnappen. Ob der... Also der müsste jetzt theoretischerweise vor der Lok sein. Zelny? Hä? Hä? Es wird immer mysteriöser. Was hat er jetzt hier auf einmal? Hat er Gehprobleme? Wieso ist denn jetzt James hier vorne? Der Butler, dieser James, scheint vor der Baronin geflüchtet zu sein. Good day to you, Sir. Kann ich Ihnen helfen, Wachtmeister? Ich wollte Ihnen einige Fragen stellen. Wo sind Sie und die Baronin eingestiegen? In Paris. Die Baronin hatte dort im Auftrag einer Stiftung zu tun, für die sie sich seit Jahren einsetzt. Dann waren Sie gar nicht in London, als im Britischen Museum eingebrochen wurde? Vermutlich doch. Wir sind erst am Morgen nach dem Einbruch in aller Frühe nach Dover aufgebrochen. Erfahren haben wir davon aber erst in Paris. In der Londoner Morgenausgabe war der Vorfall noch nicht erwähnt. Und schon zwei Tage später sind Sie in einem Zug in der Schweiz. Die Baronin kommt sehr viel herum, nicht wahr? Wir sind in der Tat fast immer unterwegs. Was können Sie mir über die Baronin sagen? Gar nichts. Ein Butler tratscht nicht, Sir. Wenn Sie mir die etwas seltsame Frage verzeihen wollen, heißen Sie wirklich James? Das wäre ja ein glücklicher Zufall bei Ihrem Beruf. Mein Name ist Clive Alfred Inch. Ihr zweiter Vorname ist Alfred und die Baronin nennt Sie James? Milady ist der Ansicht, dass James der einzig passende Rufname für einen Butler ist. Ist Butler nicht überhaupt ein seltsamer Beruf? Butler. Viele halten das für einen seltsamen Beruf. Er ist zumindest im Aussterben begriffen, das ist korrekt. Der Krieg hat uns eine ganze Generation von Butlern gekostet. Waren Sie auch im Krieg? In der Tat. Ich war Stallbursche bei einem Offizier der britischen Kavallerie. Bei euch Briten weiß man nie, von welchem Krieg ihr redet. Da hat sich seit dem 30-Jährigen nicht viel getan, oder? Im 30-Jährigen Krieg hätte ich keinen Splitter einer Fliegerbombe abbekommen. Nein, sicher nicht. Goodbye, James. Oder Alfred. Na, auch wieder. Der Butler, dieser James, scheint vor der Baron. Gut, aber wo ist jetzt der Kofferkuli? Warum zeigt man sowas und dann ist er auf einmal spurlos verschwunden? Hey, Matt. Der Geiger hatte die Brieftasche tatsächlich gestohlen. Gut beobachten. Hab ich... Ich bleib... So mach.
Professor Lucien? Die Tür ist offen. Moment, das interessiert mich jetzt aber echt. Wo ist der Kofferkuli-Typ? Wie kann ich ihn Unser Herr Professor hat etwas zu verbergen. Na, das es wäre gut, wenn ich mehr über ihn in Erfahrung bringen könnte. Aber mit keinem anderen will er sich jetzt hier unterhalten. Ich wüsste doch... Ich glaube, dabei strickt sie nur. Und an seiner Bar steht er auch nicht. Mit ihm will er auch nicht reden. Ich lasse ihn bitte. Ja. Tja. Gut, Freunde, dann würde ich jetzt hier wirklich abschließend sagen, das war dann hoffentlich das, was ich euch nicht gezeigt habe oder nicht zeigen konnte, weil ich es nicht wusste. Ich hoffe, ich habe jetzt alles. Falls ich dennoch was vergessen habe, schreibt es mir in die Kommentare und dann schaue ich einfach mal, ob ich es noch zeige oder ob ich es dann vielleicht mal in die Bonusteile packe. Schaut auf jeden Fall das nächste Mal wieder hier rein, dann geht es in Venedig vor dem Schiff weiter. Macht es gut, bleibt neugierig. Bis dahin, NRWBoy18. Adieu.